Was haben wir denn hier? Ah, ja. Das könnte ich, glaube ich, auch noch hinkriegen. Was war denn hier der tricky Part? Also wir können uns blau färben. Genau zum Schluss, damit uns die Totenköpfe nicht mehr killen. Und sollten hier nochmal ein bisschen aufräumen, weil wir sehen, so die innersten von diesen... Ich denke mal, es sind Auberginen, aber es sind keine Früchte. Na, egal. So die innersten, die können, an die kommen wir irgendwann nicht mehr ran. Also quasi jetzt die rechte von der hier. Da kommen wir nicht hin, weil sonst würden wir direkt in den Totenkopf fliegen. Und dafür müssen wir blau sein. Und natürlich mit einer Bombe bestückt. Und da gab's noch was, da gab's noch was. Irgendein fieses Element gab's da noch. Ja, genau. Deshalb muss ich mir jetzt eine Aubergine aufheben. Weil, wenn ich mir jetzt eine Bombe schnappe, bin ich ja quasi explosiv. Und würde den blauen Farbblock zerstören. Könnte mich dementsprechend nicht mehr verfärben. Deswegen musste ich mir jetzt eine Aubergine nochmal aufheben. Um die Explosivität quasi wieder aufzuheben. So. Und jetzt können wir, glaube ich, loslegen. Genau. Also die ganz in der Mitte. Die rechts und links von den drei Totenköpfen in einer Reihe. Die sind ein bisschen eklig. Aber es geht, glaube ich. Ich hoffe, das müsste jetzt durch... Nein! Fuck! Fuck! Ja, nicht Leave Level. Das können wir gleich nochmal machen. Jetzt haben wir ja schon begriffen... Ich sag einfach mal gar nichts. Boah, wie peinlich. An sich auch dieser Sturm, der hier außen rum wandert, der ist an sich nicht schlimm. Man gerät nur irgendwann in so einen Trott, dass man den einfach konsequent ausblendet. Der existiert für einen dann irgendwann einfach gar nicht mehr und das ist so ein gewisser Fehler, den man da macht. Der wird einem egal, weil er, naja, kein tragendes Element vom ganzen Level ist. Und irgendwann sieht man den einfach nicht mehr. So, also das Ganze jetzt nochmal. Ich wollte ja eigentlich was Kürzeres machen. Ich wollte ja eigentlich... Habe ich mich blau gefärbt? Ich hoffe ja. Nein, habe ich nicht! Das geht doch gar nicht, so doof kann man gar nicht sein. Oh, ist das peinlich. Manchmal würde man so gerne schneiden hinterher. Aber das machen wir ja nicht. Es sei denn, es wird wirklich zu langwierig. Wenn es wirklich zu langweilig wird, dann werde ich natürlich was rausschneiden. Aber nur, wenn es legitim ist. Was wollte ich? Ja, genau. Ich wollte eigentlich was Kürzeres spielen. Ich wollte ein Flash-Game spielen. Auf Newgrounds war das, glaube ich. Und zwar Gravity Duck 2. Ich hatte das erste Mal kurz angespielt, aber nicht durchgespielt und ich dachte, das wollte ich, ja, ich wollte es blind durchspielen, das zweite, den zweiten Teil. Und da ist mir dann einfach mal, oh, wie dumm. Nein, ach nee, passt schon, passt schon. Alles richtig gemacht bisher. Ich hätte eigentlich gleich eine Bombe mitnehmen können. Genau, und da ist mir dann Audacity irgendwie dermaßen abgequalmt. Aber konsequent, da ist permanent der Ton immer leiser geworden, bis gar nichts mehr ankam. Und dann hatte ich immer so Fragmente von, keine Ahnung, 20 Sekunden, wo ich Ton hatte. Also, dann ist es immer abgefadet, wurde immer leiser, bis gar nichts mehr da war. Und ich weiß nicht, also alle 20 Sekunden Audacity neu laden. Also neu starten und Scheiße! Und dann so ein kleines Mosaik aus 20-sekündigen Tonspuren da zusammenzuschnipseln. Wie blöd ist das denn? Zum anderen wollte ich das Ganze blind machen und wenn ich dann alle 20 Sekunden neu starten muss, muss ich entweder down auf Pause drücken oder das Level wieder neu starten, dann wäre es wieder nicht blind. Und das kam so oft und in so kurzen Abständen, dass es einfach von vorne bis hinten keinen Wert hatte. Und ich bin kein Fan davon, irgendwas
auf Blind hier zu Schauspielern. Das ist Schwachsinn, weil zum einen, ich glaube, man merkt es, oder? Also ein bisschen ein geschultes Ohr sollte das raushören. Und zum anderen, ach komm, was soll denn das? Wenn was nicht blind ist, dann kann man das auch zugeben. Oder wie seht ihr das? Ich glaube, für die Mittelteile werde ich die Geschwindigkeit ein bisschen runter tun. Für den letzten Mittelteil, den einen habe ich ja gerade mal so mehr schlecht als recht geschafft. Naja, eigentlich mehr recht. Ja, toll, jetzt war das Timing schlecht. Machen wir halt erst den hier. So. Na, ich weiß nicht, es gibt bestimmt einige Let's Player, die da behaupten, sie würden das Ganze blind machen und kennen das Ganze schon in- und auswendig. Da kapiere ich nicht, wo da der Sinn ist. Sicher, blind Let's Plays haben so ihren eigenen Charme, das ist durchaus richtig. Aber das, ich meine, jetzt mache ich es einfach mal so. Aber dass sie auf Biegen und Brechen irgendwie was hinzuschauspielen, ist doch auch Schwachsinn. So, danke sehr. Haha. gut, dann können wir gleich wieder hochgehen und wir schauen einfach mal weiter. Was haben wir denn hier? Nein, so. Was haben wir denn hier? Da muss man... Oh, das kenne ich gar nicht mehr. Viel ausweichen. Ja, da muss man sehr viel, glaube ich, mit Leertaste arbeiten, dass man hier sich quasi durchmogelt. Befreien wir den auch gleich. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Die fahren, Moment, die fahren. Wo fahren die lang? Die fahren hier lang. Das heißt, die fahren erst in diesen Stollen hier, hier geradeaus. Wow. So. Genau, das heißt, hier erstmal ausweichen, weil da oben könnte ich eh nicht mehr davonlaufen. Ist das jetzt der letzte oder kommt da noch einer? Oh, da kommt noch einer. Okay. Das heißt, ich muss jetzt warten, bis die alle freundlicherweise wieder durch sind. Boah, noch zwei. Nein! Ah! Fuck. Ach. Ärgerlich, ärgerlich. Wir haben doch... Oh. Oh, 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 oh. Problem, Problem, Problem. Ach ja. Okay, erstmal warten, dann aufmachen. Dann können wir auch viel besser ausweichen. So. In Ordnung. Jetzt verstehe ich nicht ganz, warum sind hier so viele... Ach, nö. Ja, das habe ich kommen sehen. Einmal noch abwarten hier. Hier, hier und jetzt. Oh, das war eng. Okay, so. Nein, ich warte lieber hier. Jetzt können wir vorbei. So. Gut, jetzt wieder ein bisschen warten. Ja. Der macht schon mal auf. Ich könnte natürlich ihm gleich folgen. Ich glaube, das möchte ich nicht. Oder möchte ich das? Nein, das möchte ich nicht. Und vor allem jetzt ist es eh schon zu spät. Das heißt, ich warte am besten, bis alle wieder an mir vorbei sind. Das dauert natürlich jetzt wieder. Das tut mir leid. Aber da ist hier halt ziemlich viel mit Timing. Nein, shit! Oh! Dumm! Meine Fresse! Kann man sich blöd anstellen? Oh! Das nervt mich jetzt selber echt dermaßen. Das kann man gar nicht beschreiben. Ja, was kann man erzählen? Gefrorene Früchte, wer macht denn sowas? Ja, ich hab's ja schon mal gesagt, also Handlung in diesem Spiel ist ja völlig hinfällig.
Ist aber auch gar nicht notwendig. Das Spiel existiert alleine vor sich hin und das ist in Ordnung so. Es gab ja dann noch diese Fortsetzung. Nein, es war keine Fortsetzung. Eher eine Adaption vom gleichen Spielprinzip. Das hieß dann irgendwie Christmas Bound. Im Prinzip genau das gleiche. Man spielt wieder eine Kugel und... Ach nee, der fährt jetzt so lang, genau. Nicht vergessen. Wow. Er spielt eine Kugel wieder mal und muss Geschenke kaputt machen. Es gibt ein paar neue Gegner und das Ganze ist halt immer auf Christmas, auf Weihnachten ausgerichtet. Viel Schnee und viel Tannenbäume und hast du nicht gesehen. So, jetzt aber. Jetzt haben wir vielleicht einen gewissen zeitlichen Vorsprung, bis die mal wieder zurückkommen. Der ist allerdings gar nicht so wirklich notwendig, weil wir hier wieder warten müssen. Vielleicht hätte man auch durchbauen können. Natürlich hätte man durchbauen können, aber da wäre diese Ausweicherei wirklich um einiges ekliger gewesen, weil hier drin sehr, sehr wenig Platz war. Jetzt warten wir einfach mal auf einen, der hat einen guten Vorsprung vor dem nächsten und ich hoffe, dann können wir auch zügig weitermachen. Ich will mich da gar nicht so lange drauf damit aufhalten, weil Level zeigen ist ja schön und gut, aber ich meine, nach dem dritten Mal sterben hat es auch jeder begriffen, spätestens. Was ist das? Ah, okay, das machen wir noch schnell, weil dann mache ich eine kurze Aufnahmepause. Es wird spät. Das ist so ein Glückslevel. Weil hier haben wir wieder Eis und wir müssen das in einem bestimmten Winkel treffen. Ich weiß aber nicht mehr wie. Oh, mal schauen. Das ist so ein Glückslevel. Ich kann jetzt gar nichts machen. Ich kann mich zurücklehnen und hoffen. Und hoffen zudem auch, dass ich hier nicht irgendwo dran dotze. Aber das sieht gut aus. Haha. Ja, finde ich nicht ganz gut, dass hier auch Glück mit dem Spiel ist. Ich finde, das sollte eigentlich alles durch Geschicklichkeit schaffbar sein. Oder in meinem Fall durch irgendwas anderes. Auf jeden Fall nicht Geschicklichkeit. Gut, ich mache eine Aufnahmepause und wir sehen uns beim nächsten Mal.